Hallo und willkommen zu einem Let's View. Ich beginne erstmal in dieser Sicht und dann wechseln wir von auf die Top-Down. Und was schauen wir uns heute an? Ich habe es ja schon gelesen. Es geht um diesen Kinoflyer von Das Imperium schlägt zurück aus dem Jahre 1981. Ja, bevor wir uns den anschauen, dachte ich mir, quatsche ich ein bisschen, wie so meine Erfahrung mit Star Wars gewesen oder in diesem mit dem Film Imperium schlägt zurück, habe ich nicht als allererstes gesehen. Auch nicht im Kino, jedenfalls nicht in der klassischen Fassung. Die Special Edition habe ich in den 90ern auf jeden Fall im Kino gesehen. Das Imperium schlägt zurück war der letzte Teil, den ich gesehen habe von Star Wars, kann man ja so sagen. Oder von der klassischen Trilogie, was daran lag, dass meine Videothek den Film nicht mehr hatte. Die hatte nur Krieg der Sterne und später Rückkehr der Jedi-Ritter. Hatten meine Eltern für mich und meinen Bruder ausgeliehen. Wir haben die Dinger rauf und runter geguckt. Nur nicht Das Imperium schlägt zurück. Der war nicht da. Und das war echt ein Abenteuer, den dann das erste Mal zu sehen, weil die Videotheken bei mir in der Nähe, ja, es gab zwei in der Stadt. Das Problem war, nur eine hat mit Videorekorder ausgeliehen. Wir haben immer dann übers Wochenende drei Filme. Es gab ab und zu mal fünf, aber meistens drei Filme plus Videorekorder ausgeliehen, hat so 30 Mark oder 40 Mark vielleicht sogar gekostet. Genau weiß ich das nicht mehr. Also so um die 20 Euro, weil Videorekorder hatten wir noch nicht. Das war noch sauteuer, so einen Videorekorder zu haben. Naja, und auf jeden Fall haben mein Bruder nicht die Dinger immer rauf und runter geguckt, aber nicht Imperium schlägt zurück. Den haben wir erst gesehen, als eine sehr gute Freundin meiner Mutter uns eingeladen hat und sie hatte gefragt, was können wir denn tun, um die Kinder zu beschäftigen? Und dann sagten die, ja, die kennen den Film nicht. Und ihr Mann damals von der Freundin, der hat den Videorekorder, ja, den besorge ich, den Imperium schlägt zurück. Ja, war vielleicht ein Fehler. Wir waren dann da und mein Bruder und ich haben die genötigt, dass wir den Film dreimal hintereinander geguckt haben. Ja, so wichtig ist das uns gewesen. Dreimal hintereinander Star Wars Imperium schlägt zurück. Ja, also ich finde den Film großartig, unvergessen. Aber jetzt habe ich auch genug gelabert. Schauen wir uns das oder den Kinoflyer von 1981 mal genauer an. Der Flyer, der sieht richtig cool aus. Ne? Mit vorne Luke auf dem Tauntaun vom Anfang, wo er auf Hoth ein bisschen Erkundungstouren durchgeht. Das ist richtig toll. Also ich fand das damals so faszinierend. Hier steht auch, der Krieg der Sterne geht weiter. Ne? Krieg der Sterne, also kein Star Wars, es wird wirklich noch komplett eingedeutscht. Das Imperium schlägt zurück. Ja, einfach nur klasse. Diese Kinoflyer, wie gesagt, die lagen früher gratis in den Kinos, die konnte man mitnehmen und sollten so ein bisschen, ja, Informationen geben zu dem Film allgemein. Weil im Endeffekt manche waren ja nicht so gut informiert und Internet, sowas gab es noch nicht. Also so andere Informationsquellen waren schwerer zu finden. Ja, schauen wir uns das mal an. Das ist halt, wie gesagt, ein Flyer. Und ihr seht, man klappt den komplett auf. Richtig cool. Ihr seht das, ich muss ihn halten, damit er mir nicht zusammenklappt zu sehr. Hier haben wir auch alle Hauptfiguren erstmal zu sehen. Ganz grob fassen wir zusammen. Wir haben Luke, wir haben R2-D2 und C-3PO, wir haben Prinzessin Leia, Han Solo und Chewbacca. Und dann wollen wir uns doch mal die Texte einfach durchlesen. Ne? Hier zu Luke Skywalker steht, ein mutiger junger Mann, der schon bei der Befreiung der Prinzessin gezeigt hat, was er kann. Jetzt nennt ihn seine kampferprobte Mannschaft respektvoll Commander. Schon lustig irgendwo. Interessant ist, hier ist noch ein Stempel von dem Kino, wo es mal ausgelegt hat. Ein bisschen schade, dass der drin ist, ansonsten ist der Flyer in einem perfekten Zustand. Aber so ist es eben halt. Die haben natürlich auch ihre Werbung gemacht. Floris Theater. Ja, gut, lässt sich nicht ändern. Aber trotzdem ist das ein sehr, sehr schöner Flyer von 1981. Da ist in so einem Zustand da schon sehr schwer zu finden. C3PO und R2D2, da steht, die beiden liebenswerten Roboter, die einfach alles können. Millionen Menschen haben sie schon ins Herz geschlossen. Ja, stimmt auf jeden Fall. Prinzessin Leia, ihre Befreiung ist das stärkste Motiv für die Rache des Imperiums. Aber sie ist nicht nur eine schöne, sondern auch eine hochintelligente Frau und sie hat gute Freunde. Ja,
Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Han Solo, ein tollkühner Weltraumpilot, der in fast ausweglosen Momenten größter Gefahr immer wieder atemberaubende Rettungsmöglichkeiten findet. Ja, die Flucht durch das Asteroidenfeld ist wirklich beeindruckend. Chewbacca, dieser 2 Meter hohe Berg von Haaren, ist Han Solos Co-Pilot. Ein hervorragender Raumschifftechniker und ein zuverlässiger Freund. Ja, da können wir doch nicht mehr sagen. Das ist doch alles super zusammengefasst. Hier im Hintergrund sehen wir die Szene, wo Darth Vader auf Bespin Luke gerade besiegt hat. Richtig gut. Und was steht hier noch weiter als Text? Ein neues großes Weltraumabenteuer. Ob Sie den Krieg der Sterne gesehen haben oder nicht, dieser Film wird Sie begeistern. Die internationale Presse schreibt, das Imperium schlägt zurück, ist noch besser und spannender als der Krieg der Sterne. Der Todesstern ist vernichtet, aber Darth Vader und die imperialen Streitkräfte sind noch da. Sie haben den Rebellen, die für Recht und Freiheit kämpfen, Rache geschworen und verfolgen sie gnadenlos. Viele Figuren aus dem Krieg der Sterne sind wieder dabei. Neue Personen, Fabelwesen und technische Flug- und Kampfmaschinen sind dazugekommen. Einige davon wollen wir Ihnen hier vorstellen. Ja, ist doch das nicht super nett? Ja, nehmen wir uns die Rückseite mal vor. Auch hier weitere Charaktere. Ich versuche mal, dass wir das gerade haben. Ja, also hier geht es weiter. Hintergrund sehen wir Bespin, wo gerade Han Solo ins Carbonit eingefroren wurde. Jetzt wissen wir das. Damals rätselte man natürlich, was das für Figuren waren. Hier hinten sehen wir die Schauspieler, die Credits, Musik John Williams, Story George Lucas, Regie Irvin Kershner, mit Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams und Anthony Daniels. Und David Prowse, Kenny Baker, Peter Mayhew, Frank Oz. Ja, und hier haben wir jetzt die 9 Figuren, beziehungsweise erstmal kommt Darth Vader, der Herr des Imperiums, der den großen Feldzug gegen die jungen Rebellen anführt. Eine unheimliche, finstere Erscheinung, ein harter, herzloser Krieger. Ja, von Jedi und Sith ist da noch nicht die Rede, aber auch schon sehr, sehr interessant. Dann haben wir daneben den Kampfläufer, den AT-AT. Sie stampfen auf ihren Gelenken vorwärts wie riesige gepanzerte Dickhäuter. Gelbrote Flammenwolken fauchen aus ihren Waffen. Kanonen ragen wie Hörner aus ihren Köpfen der Vernichtungsmaschinen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Artwork, kein Foto aus dem Film. Richtig cool. Und dann haben wir Yoda, der wichtigste Charakter mit aus dem Film. Ein 800 Jahre alter Zwerg erlebt auf dem Sumpfplaneten und bildet die Jedi-Ritter aus. Männer, die sich für den Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Ja, fasst ganz gut alles zusammen. Der Flyer soll ja nur vorbereiten. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ne? Das war dieser Flyer von 1981 von Krieg der Sterne, des Imperiums schlägt zurück. Ein Kultfilm. Ja, was sagt ihr zu dem Flyer? Wie fandet ihr ihn? Hättet ihr im Kino mitgenommen? Garantiert, das brauche ich gar nicht eigentlich fragen. Ansonsten sprecht mit mir in den Kommentaren, ne, unten in den Kommentaren. Da ist auch ein Button mit dem Daumen. Also bitte liken, freut mich jedes Mal. Dann eine Glocke zum Aktivieren, ne, damit ihr nicht verpasst, wenn ein neues Video kommt. Und das war's. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.